nicht klein. Bist du nicht klein? Ey. Lutschen, der ist nicht zum Trommeln gedacht, Junge. Solche Aktion. Nein, war eine blöde Aktion, die du gemacht hast. Du sollst nicht immer sagen. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Guck mich mal an. Warum machst du das? Hä? Du sollst mich angucken, warum du das machst. Warum haust du den Papa? Und warum sagst du immer, tut man das? Ob man das tut, ich rede mit dir und ich möchte von dir eine Antwort haben. Nicht, kenne ich nicht. Ob man das macht, guck mich mal an. Bin ich denn blöd, merkt ihr das? Wut, weil er das nicht bekommen hat, was er bekommen möchte oder hätte gerne. Wir haben ihm vorher alles gekauft, wenn so viele Spielsachen hier drin waren. Von Fischerpreis und eine Eisenbahn, alles Mögliche. Ist er drauf umgesprungen, hat gesagt, habe ich keine Lust mehr, schmeißt das durch das Zimmer, das hat er die Fenster aufgemacht, das aus dem Fenster geschmissen. Henrik, da ist deine Spielzeugkiste, tu deine Sachen da rein. Jetzt kannst du halt um 7 Uhr schon weggehen. Nein. Ja, dann mach voran, ich sag's dir. Hier. Katrin. Du gehst heute 6:30 ins Bett. Ohne diskutieren. Ich gehe ins Bett. Ja, du wirst das schon sehen. Ich gehe raus hier. Und ich gehe nach draußen. Katrin, aufräumen. Das ist halt in den letzten Wochen halt alles halt krass für uns geworden. Weil wir auch so jung schon sind und dann so viel Verantwortung tragen. Jetzt müssen wir noch ausziehen, haben wir eine Räumungsklage bekommen. Obwohl kein Grund dafür besteht. Weil die Mieten werden bezahlt. Und der Mann hat uns einfach angelogen. Er hat zum Beispiel gesagt zu meiner Frau, wo der das erste Mal hier war, hat er gesagt, sie brauchen keine Angst haben, sie müssen hier nicht ausziehen. Beim nächsten Gespräch war er hier. Da habe ich schon fast die Tür raus, bevor da habe ich gedacht, geh, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Wenn du dazu sagst, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du ein Haus hast, dass du 3 Autos fährst, soll ich dir noch was erzählen? Guckt er mich an und sagt, wie, ich weiß auch, dass du steinreich bist und die Wohnung nicht für dich haben will. Füßebeine. Ich meine, ich habe immer gearbeitet. Deine Füße. Immer, seit meinem 14. Lebensjahr. Ich habe also keinen Schulabschluss. Keine abgeschlossene Lehre. Aber ich habe schon viel gearbeitet. Und ich war schon viel unterwegs. Und hätte ich ein Auto, dann würde ich auch nicht so einen Drecksjob machen. Wenn ich einen Führerschein hätte, dann wäre ich bei meinem Schwager vielleicht als Makler oder so angestellt. Bei meinem Vetter. Und der ist der jüngste Steuerberater Europas. Mit 19 Jahren. Er war schon in den Urlaub machen und wenn er nach hier kommt, erzählt er mir immer davon. Ich denke nur, krass. Aber man weiß ja nie. Du bist auch putzen. Du bist auch
Nein, du nicht putzen, Katrin. Du bist noch zu klein zum Putzen. Du brauchst das nicht. Nein, ich bin zu klein. Ich meine, ich bin nicht doof, nicht dumm. Ich bin gut gebildet. Ich kann mir gut selber helfen. Auch Papierkram und sowas, so früher mit meiner Mutter und so. Das habe ich auch immer viel gemacht. Für meine Mutter und daher. Also ich finde das mal, wir machen das mal ganz schön stark zusammen. Jetzt wollen wir das Beste draus machen. Und noch weiter schauen. Vielleicht leben wir noch lange, vielleicht nicht, wer weiß. Kann ja alles Mögliche passieren. Bitte schön. Fußball spielen jetzt? Sollen wir Fußball spielen jetzt?